Was ist der Steuerfreibetrag zur gesetzlichen Rente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Die Besteuerung einer gesetzlichen Rente läuft grundsätzlich nach einem anderen Schema ab, wie zum Beispiel die Besteuerung von Lohneinkünften oder anderen Einkünften. Im Jahr 2005 wurde mit dem Alterseinkünftegesetz die sogenannte nachgelagerte Versteuerung eingeführt. Das heißt, es gibt generell pauschalisierte Steuerfreibeträge für die Rente, und zwar beginnend ab 2005 mit 50%, bis 2040 werden dann 100% der gesamten Rente steuerpflichtig. Und dies betrifft unter anderem die Altersrente, die Erwerbsminderungsrente und die hinterbliebenen Renten. Der Steuerfreibetrag bei der Rente ist generell der steuerfreie Anteil an der Jahresrente. So, dieser Anteil wird immer in Prozent angegeben. Das heißt also, wenn jemand im Jahr 2005 oder wenn die Rente im Jahr 2005 begonnen hat, dann hat er einen steuerfreien Anteil an der Rente von 50%. Wenn seine Rente im Jahr 2019 beginnt, liegt der steuerfreie Anteil bei 22%. Da gibt es auch entsprechende Vorschriften mit den Listen, die auch abgedruckt sind. So, das heißt also, im Jahr 2014 ist 2040 gibt es keinen Steuerfreibetrag mehr auf die Rente. Der steuerfreie Anteil wird aus der Jahresrente berechnet, und da die meisten Renten immer unterjährig beginnen, das heißt also immer am 1.7. eines Jahres oder am 1.8. oder sowas, wird der steuerfreie Anteil immer erst im nächsten, also im Folgejahr berechnet. Machen wir ein Beispiel. Da gibt es also unseren lieben Rentner Anton. Und der bekommt zum 1.7.2019 eine Altersrente, meinetwegen von 1.500 Euro, und der hat einen Steuerfreibetrag von 22%. Berechnet wird aber seine Jahresrente oder sein steuerfreier Anteil erst im Jahr 2020. Nehmen wir an, das sind dann auch 1.500 Euro, macht einen Jahresbetrag an Rente von 18.000 Euro. Davon 22% sind 3.960 Euro steuerfreier Anteil. Das heißt, dieser Anteil bleibt im Regelfall ein Leben lang für unseren Anton immer bestehen. Wenn man dann sozusagen noch von dem Restbetrag der Rente, der Jahresrente, dann noch den KV-Anteil und den Steuerpauschbetrag von 101 Euro, von 102 Euro abzieht, hat man dann so ganz grob, wirklich ganz grob, schon seine Rente in die Steuerberechnung eingerechnet, und dann weiß man ungefähr, wenn man dann in die Tabellen reinguckt, was man dann an Steuern zu zahlen hat. Aber das ist wirklich nur ein ganz grobes Schema. Es gibt dann noch den Alterseinkünfte-Entlastungsbetrag und gesonderte Freibeträge für die Behinderung, wenn eine besteht. Also das ist dann auch noch abzuziehen. Aber da machen wir dann nochmal ein späteres Video davon, wie das dann ganz genau funktioniert. Wie gesagt, der Freibetrag bleibt generell bestehen. Es gibt Abweichungen davon, wenn sich zum Beispiel die Rente im Nachhinein ändern sollte. Stichwort Mütterrente 1, Mütterrente 2, ganz großes Thema. Damit ist für Sie jetzt klar, was der steuerfreie Betrag zur Rente ist. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.